über den Kommunikator mit euch in Verbindung bleiben. Ich wünsche euch einen guten Absturz. Was? Abstieg? Aber das ist jetzt nicht dein Ernst. Die Luft treibt mich doch nach oben. Wie soll ich denn hier da absteigen? Und ich würde sagen, Gleitschirm zumachen. Was? Gleitschirm zumachen. Da hört sich doch alles auf. Oh ja, und wenn du einen bestimmten Erfolg, den ich noch nicht habe, holen möchtest, lass dich nicht treffen. Was? Ratet doch einmal, was hier unten ist. Bitte sagt mir, dass es sich nicht um einen weiteren, noch zornigeren Gott des Krieges handelt. Nein, hier gibt es ein weiteres Energiefeld. Und ein paar Zerstörer, denen es nicht gefällt, dass ich in der Luft bin. Nun, die Standardtaktik des Vernichtens oder Ausweichens sollte bei den Zerstörern gut funktionieren. Und der Scanner müsste die... Habt ihr auch an... Ihr wisst schon, gedacht? Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, Primordus oder Jormag zu töten? Der eine ist die Schwäche des anderen. So wie die Schwäche Mordromos sein Geist war. Und ohne meine Maschine... Ich bezweifle, dass sie es physisch ausfechten werden. Das wäre wahrscheinlich sowieso eine einzige Katastrophe. Ich kann nicht glauben, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, sie zu retten. Ich weiß, aber die Magie ist komplett aus den Fugen geraten. Wenn nur noch ein weiterer verschwindet, könnte es gut sein, dass Kyria implodiert. Falls wir dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben, wie können wir sie dann davon abhalten, uns zu töten? Langsam, ein Problem nach dem anderen. Zumindest wären wir am Leben, um es zu beheben. Das sieht nach einem Durchbruch aus. Ab nach unten! Tja, und bisher habe ich mich ja nicht treffen lassen, ne? Gar nicht mal so schlecht, wa? Tja. Ja, Qualifikation für verrückte Flugmanöver. Noch ist es offen, aber ich hege ehrlich gesagt keine Hoffnung. Laut meiner Sensoren nähert ihr euch dem Boden des Schlots. Oha. Aber ich vermute mal, da gibt es wieder eine Barriere? Genau das. Und weitere Zerstörer. Und zwar sehr viele davon. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Zack und weg ist es. Großartig, ich sag ja. Es ist immer das hier. Ich glaube, wir müssen das mal mit mehreren Leuten machen. Was? Warum bin ich jetzt hier so angeschlagen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Lol. Ah, okay. Ah, oh, was ist das? Uiuiuiui. Ich hätte ja gesagt, Tiny, aber eine gewisse die ganzen Zerstörer, Routine jetzt hier. Sie sind einfach zu Boden gesunken. Oh nein. Nun, ihr habt es wahrscheinlich erraten. Das war Primordus, der da gebrüllt hat. Wir haben den Ereignishorizont überschritten. Die Maschine ist eingeschaltet. Entweder lassen wir Balthasar die Drachen töten und die Magie absorbieren, oder wir zerstören die Maschine. Ah, geht nicht davon aus, dass Braham je wieder mit uns redet. Es hat funktioniert. Los, los! Ja, also ich würde sagen, wenn man den Erfolg zumindest zu zweit macht, dann sollte es gut machbar sein. Oh, der urzeitliche Ofen. Und schaut mal, wer da im Ofen sitzt. Ja. Primordus. Oh mein Gott. Und hier ist Tinys Maschine. Oh. Und da ist Balthasar. Er ist hier und dann wieder doch nicht, falls das nicht vollkommen verrückt klingt. Über der Maschine. Im Magiekanal. Wie bitte? Könnt ihr ihn scannen? Klar. Inor die Maschine. Kein Lebenszeichen erfasst, nur magische Energie. Nein! Ist die Luft rein? Kann ich runter? Hier unten sind noch ein Gott und ein Altdrache. Aber ihr könnt euch gerne dazugesellen. Wackel, wackel. Huch! Wahnsinn! Hier unten ist es ja um einiges heißer. Ist das... Das ist Primordus. Dort drüben. Das ist das erste Mal, dass ich einem Altdrachen so nahe komme. Sollten wir uns Sorgen machen, dass er... Also, dass er sich bewegt und uns alle umbringt? Meine Theorie war, dass die Maschine ihn paralysieren würde.
Anschein hatte ich recht. Boah, also, mir wird gleich schlecht. Er ist irgendwie zum Teil des Systems geworden. Und er ist so bewandert in Magiefragen. Für eine Absorption muss also... In Ordnung, ich gebe es zu. Ich weiß nicht wirklich, was hier los ist. Aber Tatsache ist, dass wir hier sind. Die Zeit läuft. Wie seht ihr die Angelegenheit? Er sollte vernichtet werden. Ein mörderischer, viel zu mächtiger Gott des Krieges ist unendlich gefährlich. Auch wenn es nicht zutreffen sollte, dass die Tode weiterer Drachen den Planeten zerstören werden. Jawohl. Euresgleichen wird mein Feldzug nicht aufhalten. Balthasar, was tut ihr? Ihr werdet ganz Tyria zerstören. Eure Heimat ist ohne Belang. Sie haben mich geschwächt, mein Licht zum Verblassen gebracht. Doch jetzt werden sie mich sehen. Wenn ihr schon nicht aufhört, dann stellt euch mir und ehrt den Kampf, den Krieg. Gut nachgedacht. Das ist mit Sicherheit euer Todesurteil, aber gut nachgedacht. Ich habe gelernt, dass der Krieg keine Ehre kennt. Aber falls ihr euch nach dem Ruhm des Schlachtgefühls sehnt... Thema! Tegon! Labt euch! Ihr kümmert euch um sie und verhindert den Überlastungsprozess. Das war jetzt nicht so geplant. Aua. Was ist denn das hier? Jetzt schickt er seine Hündchen, seine Schafshündchen oder was? Boah, nee. Tja, Udwein, ist mal irgendwie klar. Natürlich ist das eine Sache, die man im Fernkampf viel, viel besser erleben kann. Und ja, jeder Nahkämpfer muss erstmal diese schwierige Lektion erleben. Dass das mit dem Nahkampf hier eine echt schlechte Idee ist. Tötet sie! Oh, verdammt. Na, wie gut, dass man hier immer nach oben steigt. Übrigens eine gute Methode, um sich vor den Viechern in Sicherheit zu bringen. Macht übrigens Sinn, sich erstmal nur einen von denen auszusuchen. Hier mit den Zwergenhämmern zu tun. Und auch noch mit ein paar anderen Dingen. Hier tut hier etwas weh. Ja. Und wenn ich hier weg von euch möchte, dann mache ich das so. Das wird hier ein sehr unangenehmer Kampf für den Udwein, fürchte ich. Ja, das wird hier ein sehr unangenehmer Kampf für den Udwein. Kann ich eigentlich aus der Luft sowas nehmen? Ja, kann ich. Na, immerhin. Das ist ja nicht das Allerschlechteste. Wenigstens das Buffgut schon mal wieder eingepackt. So, Thema hat 61%. Ich nehme mal an, dass das tatsächlich derjenige Hund ist, der weniger gerade hat. Oh, wie eklig. Ah! Hier, du. 34%. Dich machen wir als erstes. Komm. Ich brauche Energie. Ja. Ich glaube, mit der Energie ist so eine Geschichte. Ja. Ja, wirklich ekelhaft sind halt hier die Felder auf dem Boden. Komm schon, 1% noch und... So. Identitätsleichnam sammelt Hitze zur Wiederbelebung. Okay. Nur einen Moment. Ich werde mir etwas überlegen. Gut. Versuch das. Nein. Oder doch. Ja. Versuch, die Maschine mit dem Scanner zu unterbrechen. Okay. Energiekanalisierung unterbrochen. Gleitet. Ihr müsst beide Ansammlung von Drachenenergie erwischen. Okay. Prima.
Okay, die andere auch. Und nochmal die Hunde besiegen. Okay, ich werde mal trotzdem hier auf die... Die Drachenenergie löste sich bei eurer Landung auf. Ihr müsst sie auf eine der Leichen der Hunde abfeuern, während ihr noch in der Luft seid. Ja, aber leider sind gerade beide Hunde da, deswegen macht das gerade keinen Sinn. Das heißt, ich hole mir wieder den Hund, der hier weniger Leben hat. Und zack. So, dass ich den jetzt schnell wieder hinkriege. So, sehr schön. Ab von der Plattform. Einmal die Maschine. So, und jetzt ganz schnell die beiden Energien einsammeln. Die ist ein bisschen weiter oben. Die auch noch. Und jetzt auf den toten Hund. Des Hundes mit der Drachenenergie treffen, bevor... Yes. Die Maschine reagiert. Gut gemacht. Sehr schön. Macht weiter so und die Maschine wird sie für einen Teil der Drachen halten. Okay. Mach so ein Stoß und es sollte erledigt sein. Gut, dann nehmen wir jetzt Tegon. Aua, das hat weh getan. Diesmal hat Tegon weniger Leben. Komm, bleib schon hier, Mandy. Bleib schon hier. Machen wir dich notfalls doch nochmal im Nahkampf hier. Oh, das tut weh. So, komm schon. Und... Komm schon. Ach so. Ach so, der Hund liegt schon. Scheiße, das war der falsche Hund. Eieieiei. Also ganz schnell. Gleiches Spiel. Die Energie. Wupp. Und dann den halbtoten Hund da hinten. Ich hoffe, das habe ich jetzt erwischt. Ja. Die Maschine hat schon wieder reagiert. Nochmal! Ja, natürlich. Dieses Mal ist der Hund wieder dran. Oh. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, hier durch diesen Strahl zu gehen. Spätestens seit Ghostbusters wissen wir, die Strähle zu kreuzen ist nie gut. Scheiße. Ja, es bringt jetzt nichts, ihn hier zu töten. Ich werde trotzdem nicht auferstehen, weil er ja nicht wirklich stirbt. Ich glaube, man rallyt nicht. Ja, schade. Ah, so ein Ärger. So, also. And again. So, welcher Hund ist es jetzt? Welcher Hund? Ja. Thema. Komm schon, Thema. Und sehr schön. Nach oben. Maschine scannen. Energien holen. Oh. Ich kriege immer Angst, wenn ich durch irgendwie so einen komischen Strahl fliege. So, und jetzt den Hund. Ihr habt es geschafft! Ja! Das war ein schwerwiegender Fehler. Oh oh. Dann kommt heraus! Haltet mich auf! Der war gut, Kommandeur. Ich würde gerne. Oh, verdammt. Egal. Noch einmal. Ja. Ich muss mich halt hier mit den Hunden erst beschäftigen, Timmy. Das ist halt nicht so einfach, wie du denkst. Komm schon. Liegt da? Oh ja, er liegt. Oh, verdammt. Ich brenne. Ich hoffe, ich brenne nicht zu Ende hier. Oh, wei. Eieiei, das war jetzt ganz schön knapp. Rotwein. Wo liegt denn der Hund überhaupt? Oh wei, da liegt er. Guter Zeitpunkt. Ich bin bereit, die Maschine zu überlasten. Seid ihr euch bei dieser Angelegenheit sicher? Ob ich sicher bin? Seid ihr sicher? Schätze, das werden wir bald herausfinden. Aber oh oh. Was macht Balthasar da? Ich war
war schwach. Jetzt fühle ich mich viel besser. Alles zu mir. Timmy, tut es jetzt. Die Kraft. Alles klar? Ja, ja. Die Maschine hat überlebt. Oh, kann man sich das vorstellen? Ich habe tatsächlich Unrecht. Was war das? Es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte. Es hat nur etwas länger gedauert. Tyria scheint in Ordnung zu sein, also hat zumindest das funktioniert. Seht ihr Balthasar? Nein, es sah so aus, als würde er bei der Explosion verdampfen, aber wir wissen ja, dass er sich anscheinend nicht gerne an Regeln hält. Und Primordus? Oh, ich überprüfe das mal. Als Drachenspektrum, Primordus. Energie sinkt auf das Niveau vor dem Erwachen. Gute Nacht, süßer Drache. Ich vermute, mit Jaumak ist dasselbe passiert. Dennoch, wir sollten so schnell wie möglich aus diesem heißen Loch hier verschwinden. Wir haben gerade zwei Altdrachen verschont, Haimi. Und das musste ich jetzt einfach laut sagen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Paradigma verschoben. Aber ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass ich nicht für den Tod all dessen verantwortlich bin, was ich kenne und liebe. Bestätigt diese Theorie so bald wie möglich. Wir werden sehr überzeugend sein müssen, wenn dies alles hier öffentlich bekannt wird. Ich werde keinen Schlaf bekommen, und zwar so lange, bis ich... Obwohl, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher ein kleines Nickerchen zu machen. Das solltet ihr tun. Ich werde währenddessen versuchen herauszufinden, was mit unserem göttlichen Freund geschehen ist. Wenn wir Glück haben, wurde er bis hin zu den Nebeln verstreut. Zumindest heute haben wir gewonnen, Kommandeur. Der Punkt geht an die Drachenwacht. Stimmt. Und vielleicht sind wir eines Tages eine Gilde, die ein vollständiges Team ins Feld führen kann. Haha. Seid gnädig zu euch selbst. Rata Sum wurde nicht an einem Tag erschaffen, wisst ihr? Wir werden noch früh genug dorthin kommen. Tada. Hat er doch allein geschafft, der Utwein ist nur zweimal gestorben. Naja. Süßer, süßer. Ich finde die Bilanz jetzt nicht so schlecht. Als ich das damals mit meiner Wächterin alleine gemacht habe, ist die, glaube ich, öfter gestorben. Die hat nämlich auch nur Nahkampfwaffen, glaube ich, dabei gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, auf einer Hand hatte sie einen Hammer und auf der anderen Hand hatte sie ein Großschwert. Also es war jetzt nicht so gut geplant. Naja gut, hier wusste ich ja jetzt wenigstens, was auf mich zukommt und wusste, ich habe in der zweiten Hand den Hammer. Das sollte irgendwie gehen, aber naja. Trotzdem nicht ganz so beweglich, der Gute. So, Story abgeschlossen, Krisenherd. Wir können das Fenster schließen. Können uns nochmal mit Timmy unterhalten. Also, das will ich doch dreimal verdrahtet sein. Das war heftig. Wären doch bloß die anderen da gewesen, um zu helfen. Mir ist, als würde ich Braham, Rox, Cass und Jory nie wiedersehen. Tja. Ich wünschte, Marjorie wäre jedenfalls nicht losgerannt, um hinter Lazarus herzuspionieren. Naja, aber es war halt nett gemeint, ne? Hätte sie es nicht getan, dann hätten wir niemals von dem Spiegel erfahren und auch nicht davon, dass er unterwegs war. Ich bin bloß froh, dass sie nicht getötet wurde, als Kasmir plötzlich von Balthasar ihren Geistergeseier anfing. Tja, so sind sie halt mit ihren Göttern. Die Menschen. Kasmir konnte gar nicht anders, denke ich. Ich schätze, ihr seht Cass und Jory häufiger als ich. Sie waren in der Schlacht um Götterfels bei euch, oder nicht? Nö, eigentlich nicht. Jory war bei Lazarus und Cass,
keine Ahnung. Keine Ahnung? Ihr wart wohl ziemlich beschäftigt. Und Kes hat dauernd für Gräfin Anise und die Königin gearbeitet. Ich wette, sie war irgendwo hinter den Kulissen eben ganz die heimliche Mesmerin. Tja, vermutlich. Naja, und was Braham angeht, er... Tja, versucht sich zu fangen. Rox ist bei ihm. Ich habe versucht, Verbindung zu ihm aufzunehmen, aber er meidet mich. Rox hat mir erzählt, er habe einen von Jormaks Zähnen zerschossen und seither sind die Norn in Holbrak am Feiern. Sie lassen ihm keine Ruhe mehr. Er ist entschlossen, Jormak zu jagen, aber... Ich weiß. Angesichts dessen, was ich entdeckt habe, wenn man betrachtet, wie unrecht ich hatte, ist es keine so gute Idee, Jormak zu jagen. Das habe ich ihm noch nicht gesagt. Wird schwer sein, sich bei all den Nornjubel bemerkbar zu machen. Ja, und ihr werdet eure Theorie bezüglich der Altrachen gründlichst überprüfen, hm? Das habe ich vor. Wir dürfen uns keinen Irrtum mehr leisten. Ich melde mich, sobald ich etwas Neues weiß. Tja, dann komm mal sicher nach Hause. Ich denk mal, Abraham wird sich freuen, weil er hört, dass Jormak kein Problem mehr ist. Nicht. Tja. Ja, was soll ich sagen? Ist ja schön hier gewesen im Vulkan. Aber damit ich nicht ewig mit dieser Bubbel hier rumlaufen muss, ne, würde ich sagen, ich verlasse das Ganze auch mal wieder. Eieieiei. So, wir haben natürlich jetzt die bequeme Möglichkeit, einfach die Instanz zu verlassen. Wer hier zum ersten Mal drin ist, sollte sich auf jeden Fall noch hier diese ganzen Energien holen. Auch das ist noch ein Erfolg. Die befinden sich auch nicht nur auf dieser Ebene, sie befinden sich auch auf der Ebene darüber. Da könnt ihr solche Energiekugeln noch mitnehmen und einen Erfolg machen. Ich habe den schon, der einzige Erfolg, der mir halt noch fehlte, war hier das mit den Flugmanövern. Allgemein sind solche Erfolge ziemlich undankbar, finde ich. In Körper und Geist, in der Endmission von Heart of Thorns, kann man ja noch nicht einmal mehr tricksen, indem man sich einfach töten lässt, um das mit den Flugmanövern zu umgehen. Nein, mittlerweile muss man wirklich selber auf jeden Fall fliegen, um diesen Erfolg auch bekommen zu können. Naja, wird nicht so einfach. Ich habe ihn auch nicht. Wie immer komme ich viel zu spät, um solche nützlichen Sachen hier abzugreifen. Na gut, aber für den Utwein geht es als nächstes in die nächste Story. Draconis Mons werden wir jetzt hier mit den Rücken zukehren und auch der guten Taimi. War schön, sie mal wiederzusehen. In letzter Zeit ist sie ja doch uns ein bisschen abgegangen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann auf der Zaubersängerlinde. Und bis dahin sage ich Tschüss und der Utwein auch. Genau, ich sag auch Tschüss. Macht's gut.